Zwei alte Imker zeigen uns, wie ein Bienenkorb aus Stroh geflochten wird. Als Bindematerial werden dazu Weidenruten gebraucht. Der Bauer Fritz Finkenstedt, 67 Jahre alt, schneidet die geeigneten Sprossen mit seinem Taschenmesser dicht über dem Boden ab. Sie sollen möglichst lang sein und keine Seitentriebe haben. Auch Brombeerranken, gekochte Tannenwurzeln oder Rohr wurden in dieser Gegend verwendet. Jenseits des schmalen Wiesengrabens, an dem die Weidenbüsche wachsen, liegt der Hof seines Nachbarn, August Langhorst, der gerade die Dele sauber gefegt hat. Er ist 70 Jahre alt. Die beiden Männer haben in früheren Jahren an den Winterabenden so manche Bienenkörbe gemeinsam angefertigt. Jetzt gehen sie daran, das Stroh für den Bienenkorb vorzubereiten. Es ist Roggenstroh, das mit der Hand geschnitten und auch mit der Hand gedroschen worden ist. Mit hölzerner Harke kämmt Fritz Finkenstedt nun die kurzen, losen Stücke und die Halmblätter aus. Für Bienenkörbe wird möglichst gleichmäßig langes Stroh gebraucht. Am besten eignet sich Stroh, das auf sandigem, hungrigem Boden gewachsen ist, da die Halme kräftiger sind und nicht so leicht knicken. Nachdem August Langhorst die letzten losen Halme herausgezogen hat, gehen beide für die weiteren Arbeiten hinüber in die Futterküche. Nachbar Finkenstedt nimmt sich die frisch geschnittenen Weidenruten vor. Nachdem er die Spitze entfernt hat, teilt er das Rutenende durch zwei Schnitte in drei Teile auf. In diese Einschnitte drückt er nun einen geschnitzten, hölzernen Ziegenfuß und spaltet damit die Rute von oben nach unten auf.
Damit sich der Rutenstreifen später im Strohwulst nicht verhakt, spitzt er das dickere untere Ende sorgfältig an. Auch glättet er die Schnittkanten und die Schnittfläche. Mit der Schnittfläche nach innen macht er den Streifen geschmeidig. Jetzt kann der Korbmacher mit der Flechtarbeit beginnen. Eine Handvoll Stroh braucht er für den Anfang. Am oberen, dünneren Ende knickt er die Halme um und zieht einen Ring aus Kuhhorn darüber. Dieser Ring dient ihm als Maß für die Dicke des Strohwulstes und hält diesen zusammen. Mit der Spitze steckt er den ersten Weidenstreifen durch die Strohschlaufe. Das Ende fixiert er, indem er die nächste Umwicklung darüber straff zieht. Der Bienenkorb wird spiralig aus einem einzigen großen Strohwulst aufgebaut. Mit besonderer Sorgfalt umwickelt der Korbmacher die enge erste Windung in der Krone des Korbes und befestigt diese schließlich an der Anfangsschlaufe des Strohwulstes, durch die er mehrmals hindurchnäht. Sobald es nötig ist, nimmt er einen Vorstecher zu Hilfe. Durch Nachlegen weiterer Halme wird der Strohwulst in gleichbleibender Dicke fortlaufend verlängert. Dabei ist der Hornring ein wichtiges Hilfsmittel. In der Technik des umwickelnden und durchstechenden Wulsthalbflechtens wird der Wulst jeweils mit der vorigen Spiralwindung eng verbunden. Während August Langhorst nun bereits am zylindrischen Teil der Korbwandung arbeitet, hat der Nachbar für ihn auch die letzten Weidenruten vorbereitet. Am nächsten Tag setzt der Korbmacher die Arbeit alleine fort. Die Vorarbeit mit dem Vorstecher ist wichtig, damit er die Weidenstreifen ohne Schwierigkeiten durch den Strohwulst hindurchziehen kann. Um das Flugloch für die Bienen herauszuarbeiten, schneidet er auf eine Länge von 8 cm etwa ein Drittel des Strohwulstes heraus. Als Vorstecher dient ihm ein schmiedeeiserner Nagel mit Kopf und vierkantigem Schaft.
Das Ende eines Flechtstreifens wird vernäht und kurz abgeschnitten. Sobald die nächste Windung darüber liegt, ist das Flugloch fertig. Ab und zu muss er den Korb wieder in die richtige zylindrische Form drücken. Inzwischen hat dieser die vorgesehene Höhe erreicht. Etwa 40 cm. Der Ring wird nun nicht mehr gebraucht. Sorgfältig umsticht der Korbmacher das ausgedünnte Ende der Strohspirale, bevor er den letzten Bindestreifen vernäht. Der Bienenkorb ist fertig.